Hallo, liebe Freunde von Waschmaschinen-Tabs, hier sind wir beim Spiel, das damit überhaupt nichts zu tun hat. Kommt ihr doch auf, hier sind wir bei Let's Build Zoo. Und wir wollen wieder weiter schauen, ob wir hier unseren kleinen Zoo weiter ausbauen können. Und dann nochmal ein paar Milliarden Besucher hier rein. Die kommen alle meine Angestellten auf einmal. Interessant, habe ich auch noch nicht so gesehen. Wir haben einen Hasen verbrannt, das ist schon mal eine wichtige Information. Ja, das ist blöd. Okay, hier haben wir eine Kuh, die wir handeln können. Okay. Rennen die hier alle rum, so nervös hier? Was sollst du tun? Wo bist du überhaupt? Was willst du denn? Nein! Der gibt nicht auf, ne? Der ist schon mit den Bären ausgelastet, ne? Okay. Okay, mein Freund, du hast genug zu tun. So, wir haben hier noch ein bisschen Platz. So, was haben wir hier? Ah, wir haben unsere Eisbären hier gekriegt. Die sind alle so weiß, dass man sie überhaupt nicht sieht. Pretty und Jingle. Also Jingle und Bells hätte ich jetzt lustiger gefunden. Und die haben auch schon direkt Mist gemacht. Sehr schön. Also Mist gebaut, könnte man auch sagen. Ah ja, guck mal hier, die Wölfchen. Sawyer sieht ein bisschen anders aus. Interessant. Finde ich aber sogar noch hübscher, diese Zeichnung, die das so hat, mit dem Grau. Sieht süß aus. Okay. So, hier haben wir... eine Robbe in Braun. So, unsere Pinguine sind auf hohen Mutes. Nur die Essensversorgung. Was ist denn da los? Warum bin ich nicht gefüttert? Leute, was ist hier wieder los? Hier müssen wir eh mal gucken, was wir den Diät haben. Jetzt blöd, schon das Essen zu kaufen. Jetzt muss ich das nochmal machen. Fisch, Tintenfisch und Grill. Na, kommt man sich schon fast denken, dass die nicht so auf Kekse stehen. Erwachsene insgesamt. Keine Ahnung. Gesamtjugendlich 1. Okay, was ist das für eine Statistik? Naja, ist auch egal. So, die sind zufrieden. Ernährung scheiße. Okay. Soliden da wieder. Gut, die kriegen nur Fischfutter. Das ist natürlich auch ein bisschen mager. Was ist denn, wenn wir denen erstmal ein bisschen Fisch geben? Was kosten das jeweils? Ah, wir müssen natürlich auch die Kosten ein bisschen im Auge behalten. Ja, je mehr das werden, desto mehr müssen wir natürlich auch füttern. Und je mehr kostet das. Dafür werden die aber auch zufrieden, ne? Und die müssen wir runterfahren auf... Versuchen wir mal mit 70 und machen hier... Da ist die Steigerung aber auch nicht so groß. So, 15, 15. Da sind die zufrieden und haben eine etwas bessere Ernährung. Dann machen wir das erstmal so. So, bis die... Eselspinguine hier fertig sind. Dixie. Darum haben die auch keinen Mist hier, weil die haben einen Dixie. Naja, lassen wir das. So. So, hier habe ich auch ein paar Verzierungen angebracht, die so ein bisschen mehr auf Antarktis gehen. Wir haben zwei von dem braunen Robben. Okay. Ich das versteckt gehabt. Brandy. Hallo, Brandy. Du Schlingel. So, okay, hier haben wir noch was for sale. Prost, wir haben 143.000. Wie komme ich nie auf 200.000, kann das sein? Okay, ach, diese hektischen Schildkröten schon wieder. Oh Gott. Wieder außer Rand und Band, die Tiere. Ah, hier war ein Mini-Schildkröt, hier. Star, okay. Ein Star wurde geboren. Ja, kann man nicht so sagen, ne? So, der Brezelladen. Was haben wir denn hier in unserem Brutkasten? Der Crisper. Das ist drin. Ah, wir haben eine Schlange geklont. Wo sind die denn? Hier. Ja, genau, damit wir da mal eine neue Rasse mal reinkriegen. Weil die haben auch nicht so viel Nachwuchs. Übergewichtig. Die fetten Schlangen vom Zoo. So, dann haben wir hier. Pippin verstorben. Nein, das ist er nicht. Parky. Parky, passt er für einen Park? So. Der kann sich zumindest vermehren. Was ist denn mit der Ernährung? Also eigentlich. Die sind eigentlich ja unterfüttert. Ich verstehe das hier nicht mit den ganzen. Naja, schauen wir mal. So, für das Programm gab es jetzt auch wieder ein paar Updates und ein paar Fehlerbehebungen. Wie sind die hier so drauf?
Guck, wir geben dir mal einen Bonus. Es gibt dann auch mal ein bisschen Moral plus Punkte. Angeblich ist halt auch dieser Fehler mit den Wärtern, die in den Gehege nicht reinkommen, wegen irgendeinem Ziergegenstand behoben worden sein. Aber gucken wir mal. Ich glaube, diese Wegfindung ist immer noch so ein bisschen ein Problem. Und die Bären auf jeden Fall. Meine Güte. Wir könnten eigentlich einen stellen, der nur die Bären sauber macht. Und die wiehernden Dachse. Okay, die sind auch gerade übergewichtig. Ne, der ist untergewichtig. Aha. Okay, da haben wir jetzt erfolgreich Diät angewandt. Nö, komisch, die haben eigentlich ausgeglichene Nahrung. Keine Ahnung, wie das jetzt hier geht. Ich weiß nicht. So, wann haben wir denn hier Geburt? Wir haben Kiwi, hat aber die falsche Farbe dafür. Das Gürteltier ist geboren worden. Keiner hat Hunger außer mir. Pippi in die Schlange, ja, das wissen wir. Das haben wir alles gemacht. Ansonsten geht's eigentlich. Bereicherung, irgendeiner will Bereicherung. Ich will auch welche, aber ich krieg keine. Ach ja, die Bären. Erdmännchen. Ja, was soll ich denn da noch alles reinmachen? Ich habe gar keinen Platz mehr dafür. Die Pfaue wollen Bereicherung? Die sind immer auch ganz schön viel geworden, oder? Hier ist auch nur noch... Ja, ja, jetzt haben wir hier zwei Männchen? Nee. Huch. Na, den Eintrittspreis finden immer 59 zu hoch. Hm, also wir haben jetzt zwei... Das habe ich doch gerade frisch geklont, oder? Tot. Hä? Also, okay. Das wusste man eigentlich schon. Dylan, das Huhn ist geboren worden. Hey, wir haben ein neues Huhn bekommen. Die waren ja schon ausgestorben eigentlich. Da wir sie erfolgreich geklont haben, haben wir hier ein neues Mini-Huhn bekommen. Und hier liegen immer noch Molly. Cool. Das war mal Bacchus. Ja, das war seine letzte Feier. Oh je, naja. Erdmännchen, ja. Mal schauen, ob wir da nicht so ein paar Erdmännchen in die glückliche Wildnis entlassen können, die sich dann darüber freut. Flash und Montgomery. So, die lassen wir mal frei. Hm. Dafür gibt's, aha, dafür gibt's auch noch Punkte hier extra. So, dann haben wir noch ein paar weniger. Mal gucken, wie es dann hier aussieht. Billy. Wir haben jetzt gerade Futter bekommen. Kissy. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Tierbestatter. Okay, die kann Young. Sieht interessant aus. Komplett bunt. Oder sind gerade die Pixel irgendwie durcheinander gekommen? Okay, die kann als einzige noch Nachwuchs kriegen. Oh ne, Tiny. Tiny ist auch schwanger. Okay, dann geht das hier wieder weiter. So. Die Gänse. Ach du grüne Leute. Was ist das denn für ein Ding? Achso, das ist ein Gans mit einem... Mache ich hier zwei lustige Bällchen? Oder ist das ein Kadaver? Ich weiß es nicht mehr. Hier liegt auch sehr viel Gänsematerial herum. Ach du grüne Neune, ey. Okay, was wollen die jetzt hier? Die wollen Bereicherung. Okay. Was können wir denen noch geben? Was haben die denn? Hier haben Bälle. Brauchen die einen Salzstein? Ja, ganz dringend. So, Bums. So, jetzt haben die ganz viel Bereicherung. Das ist schon mal erledigt. Ich weiß nicht, wo ich das hier platzieren soll. So ein Kratzbaum. Kann man hier auch machen. Kratzbäume und Pfaue. Das assoziiert man sowieso immer miteinander. So, das haben wir auch. Will noch einen Kratzbaum. Los, aufzeigen. Nee. Na doch, hier die, ach, da kommen die Neune. Wir haben viel zu viel von denen. Ach du grüne Neune. Wir haben Millionen Gürteltiere hier.
Die haben aber noch ein Platzproblem. Aber ich. Yes, ist Maria. Okay, da müssen wir auch ein paar auswildern, sonst wird uns das Gehege zu eng. Wir haben auch gar keinen Platz mehr hier, ey. Ist ja Wahnsinn. Haben wir denn die Gürteltiere? Wir wollen die Gürteltiere ein bisschen verringern. Gibt es auch Hosenträgertiere? Was sind die denn hier? Ach hier, das geht gar nicht. Die Population ist sinkend. Was? Das Ding ist voll. Hört mal an. Aha. Okay, da setzen wir die mal eine Weile auf die Pille sozusagen. So. Oh. Dann werden wir erstmal ja, mittlerweile so viele. Oh. Wir haben einen Schwarzhaut-Krängler per Zufall entdeckt. Den können wir gleich mal für Moralpunkte anzeigen. Ich wollte eigentlich hier drauf gehen und nochmal angestellt. Ah, wir haben ja schon Bewerber. Wie nehmen wir den hier? Erfahrung Level 19, das sieht eigentlich gut aus. Fee. Ich stelle nochmal ein. So. Also geht die eben, müsste die eigentlich jetzt hier reinkommen, und um dann ihre Arbeit anzufangen. Gehe ich aber nicht. So. Wir sind ja einige übermotiviert. Was ist denn hier los? Faye, schon mal direkt schlecht motiviert. Sehr schön. Wow. Gut, da kriegst du $2 mehr. So. Das ist schon mal enorm. So. Der geben wir jetzt mal hauptsächlich hier in die Beeren. Die Pferde, das sieht auch aus wie Sau. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Bei den Wasserschweinen ist es sehr ordentlich geworden, muss man sagen. Okay, wir lassen es mal da. Schon wieder so komische DVPD. Was willst du? Ach, immer diese YouTuber, die sind alle bekloppt. So. Dann lass uns mal den zwei, dann kann die sich auf die konzentrieren. So. Nicht schon wieder los. Tiffany, noch ein Gürteltier. Halleluja. Tod. Patrick, das Stachelschwein. So, und was haben wir hier noch? Weltkarte. Irgendeiner will uns wieder was andrehen. Die Jungs aus Tokio wollen eine Kuh und geben uns da Schnabeltiere. Okay. Dann haben wir hier, ist das Indonesien, Surabaya Zoo. Die wollen eine Schlange und dafür zwei Leguane. Als Land geben wir oft Dinge auf, ohne ein gutes Geschäft zu machen, zum Beispiel Bergbaurechte. Aber in diesem Fall gebe ich dir unseren Tierschatz, den Komodo-Waran, für eine ganz bestimmte Schlange. Aber nur, wenn wir auf absehbare Zeit gemeinsam weiterhandeln. Lass uns Vertrauen zueinander aufbauen. Komodo-Waran? No, okay. Hm. Ja, nicht so die allernettesten Tiere. Okay, geht ja nicht darum. Schnabeltiere für eine Kuh. Was haben wir hier? Ein Bär, eine Kuh, ein Vogelstrauß, ein Hase und eine Schildkröte. Hm. Moment. Dann gucken wir mal erstmal, ob wir uns das so leisten können. Das ist die einzige Kuh dieser Art, die wir haben. Eine neue Mini-Kuh bekommen, Lukas. Hm. Die haben ein gesundes Gewicht, okay.
Hä? Das ist ein UFO. Hallo? Das UFO klaut meine Kuh? Hallo? Wo sind die Men in Black? Wo ist das UFO? Das hat meine Kuh geklaut. Habt ihr das gesehen? Was soll das denn? Gut, statt Farmer, aber eine Kuh? Geht's noch? Oh, die Kuh hat noch die richtige Sprache benutzt. Also, das ist ja ein Ding. Ganz wenig Wasser. Ich bin total schockiert. Also, hier fliegen jetzt UFOs rum, die Kühe klauen. Okay, das ist interessant. Das ist ja jetzt wirklich ein Ding. Da müssen wir demnächst hier noch, weiß ich nicht, UFO-Abwehrmaßnahmen installieren oder sowas. Wir hatten noch hier diese komischen Typen mit diesen schwarzen Brillen, oder? Was ist das denn alles? Also, wir brauchen eine UFO-Abwehranlage. Vielleicht ist das hier mit dem Update gekommen. Bierbrauerei? Wofür brauche ich die denn? Ja, okay. Deko-Pakete. Toilettenpaket. Aber was Sinnvolles. Warum gibt es denn noch weitere Gehege eigentlich? Hier wäre was. Was ist hier wohl verborgen? Hier ist was da. Und hier wäre auch noch was. Steinpaket, große Steine. Na gut, machen wir das mal. Was haben wir daneben? Tierbereicherung, Seilspielzeug. What the hell is this? Stein. Ein Seilspielzeug. Ja. Machen die dann Tau ziehen? Man weiß es nicht. Hier wäre auch noch was für Energie. Da oben. Aha. Geschenkeladen müssen wir auch mal erforschen. Wäre hier oben. Und hier schalten wir dann noch was mit Energie frei. Wäre eigentlich auch nicht uninteressant. Noch ein bisschen Energie zu sparen. Kreisch. Ja, liebe Pferde. Sagt, kreischt ruhig. Wer weiß, wenn das UFO euch holen kommt hier. Das ist ja ein Ding. Also. Können wir dann hier noch... hatte ich nicht irgendwas Neues von den Läden? Schoß haben wir gemacht, ne? Oder? Kann ich jetzt gar nicht dran erinnern. Haben wir einen Schuhladen? Churros. Wer möchte Churros? Aufzeigen. Fettiges Gebäck. Wer möchte das haben? Gibt es eigentlich so was wie ne, ja. Eigentlich interessant, mal eine Übersicht zu haben, was für Läden wir eigentlich haben. UFO. Steht das hier auch? Hier steht eben schon an UFO, Kühe entführt. Achtung, Millionen. Jennifer Dudner, Redakteurin. Kühe sind aus dem örtlichen Zoo verschwunden und neugierige Köpfe wollen wissen, handelt es sich um Viehdiebstahl oder einfach um den natürlichen Rückgang der Rinder? Ja, natürlich. UFO sind eine natürliche Ursache für den Rinderrückgang. Jetzt spinnt wohl. In etwa das wie eine Episode aus Arthur C. Clarke's Mysterious World klingt, sagte Ray Santilli, wie immer das wieder ist. Ich habe eine fliegende Untertasse im Himmel gesehen. Sie kam durch die Luft und schwebte über den Zoo. Dann sah ich eine Kuh zum Schiff schweben. Es war absolut nicht von dieser Welt. Ray ist bekannter UFO-Verschwörer, der Gerüchten zufolge in der Vergangenheit mehrere Scherze gemacht hat, aber in diesem Fall bestätigt der Zoodirektor, dass seit kurzem Kühe verschwinden. Ja, das kann ich durchaus bestätigen. UFO abgestürzt. Die Welt ist in Aufregung, Angst und Intrigen ausgebrochen, als im örtlichen Zoo ein scheinbar abgeschütztes außerirdisches Raumschiff entdeckt wurde.
Augenzeuge, der sich weigerte, genannt zu werden. Aha. Während einige denken, dass dieses ein Scherz ist, der mehr Besucher anziehen soll, sind andere überzeugt. Norman, Vorsitzender des örtlichen Science-Fiction-Clubs, hofft, dass dies die erste von vielen außerirdischen Interaktionen ist. Dies bestätigt, dass Luke Kirk von Trek Wars echt ist und er als unser neuer Herr und Meister die Erde regieren wird. Inzwischen hat ein männlicher Augenzeuge in einem schwarzen Anzug behauptet, es handelt sich tatsächlich um einen Scherz. Warum sollten Außerirdische hierher kommen, fragt er. Und so weisen, dass Kühe tatsächlich die höchste Lebensform auf der Erde sind. Unsinn. Der Augenzeuge bestreitet auch, das Raumschiff abgeschossen zu haben. Was geht denn hier ab? Aha. Kann das sein, dass ich diese Nachrichten gar nicht mehr so kriege? Da muss ich immer hier reingucken. Von der Zuchtstation wurde ein Panther ins Gehege gebracht. Das ist gut. Jetzt haben wir eine neue Art. Also wo stände denn das jetzt so, meine Kuh entführt wurde? Das ist ja ein Skandal, ist das. Kira. Oh, das ist ein schöner Name. Oh, hier haben einen ganz kleinen Mini-Panther. Hüpf, hüpf, Molly. Ja. Der hat grüne Augen, oder? Tatsächlich. Okay. Der auch. Okay, dann haben wir hier zwei Arten wahrscheinlich. Interessant. Heul. Da sagst du was, mein Freund. Hier gehen die Kühe flöten. Okay, dann. Ja. Dann machen wir das ganz einfach. Die Kuh nehmen wir hier. Pappen hier rein. Und die Braune, die wir hier haben, verkaufen wir für die Schnabeltiere. So. Dann haben wir auch keinen Verlust. Schnabeltier. So. Die packen wir erstmal zu den Affen. Das ist das gleiche Gehege. Und dann müssen wir denen noch ein Gehege bauen. Haben wir hier natürlich keinen Platz mehr. Ist eben ein bisschen durcheinander, muss ich mal sagen. Wir haben jetzt 172. Was kostet das hier? 60.000. Ist natürlich nicht billig, ne? Und wir machen Plus. Können wir es am Ticketpreis machen? Hier können wir noch was, aber hier finde ich es blöd, jetzt ein Dschungelgehege hinzumachen, wo eigentlich hier alles Wüste und Steppe ist. So ein bisschen thematisch würde ich das eigentlich schon hier haben. Wir machen Gewinn. Gut, dann kaufen wir hier dieses Stück Land. Blob. Genau. Und dann basteln wir uns hier noch ein Gehege hin. Und zwar von den Tropen. Von den leckeren Tropen machen wir hier. Setzen wir es hier unten hin. Optisch würde es hier besser reinpassen. Ne? Gut, die Bären brauchen auch irgendwann größeres. Das ist eigentlich Quatsch, das kleine Ding, damit die da haben. Dann setzen wir die erstmal hier unten hin. Ich weiß nicht, wie viel Platz brauchen Schnabeltiere jetzt. So. Und dann erstmal so. Können wir immer noch vergrößern. So. Kriegen erstmal hoffentlich erstmal ausreichend Wasser. Wir haben dann wieder Wasserpumpenprobleme. Oder? Reicht das? So. Jetzt im Dunkeln kann man schlecht bauen wieder. Erstmal klar. Was hat dies gepiept? Ach, hier gibt's eine. Oder? Gibt's hier wieder ein Problem? I don't know. Und Schnabeltiere. Ja, die haben bestimmt gern Wasser, denke ich mal. So. I don't know. So.
Lass mir erstmal. Die gefallen mir nicht. Wofür man diese Unterkünfte wirklich braucht, hat sich bei mir auch immer noch nicht so wirklich rauskristallisiert. Ja. So. Lass mal das mal so. Entschuldigung. Ja, Wasserproblem, genau. Wir müssen eine Wasserversorgung hier nochmal hinbauen. Na, woran das jetzt? Wege brauchen wir natürlich auch nochmal. Ein Schild können wir auch nochmal hier aufstellen. Habe ich eigentlich mal so ein Pinguinschild hier hingesetzt? Ja, da oben. Das macht ja hier auch mal Sinn. So, hier so eine Zoo-Karte könnten wir auch mal wieder hier hinbauen. So, dann nimmt doch keinen Platz weg. Wasser. Hier, Wasserpumpe. Könnte mich an den Rand setzen, oder? Aber hier so rein, dann können wir auch nochmal ein weiteres Gehege mit Wasser versorgen. Und hier kann man auch drum rumlaufen. Dann machen wir erstmal dahin. Ist auch erstmal wurscht. Kriege ich dann noch ein Upgrade, um Gas einzusammeln. So, den roten Pandas geht's gut. Wir haben auch braune Pandas und dunkelbraune Pandas. Und dunkelrote, wie man immer das man sehen will. Die vermehren sich nicht so stark, habe ich das Gefühl. Und ist auch gut so. Geburt. Tess ist geboren worden, der Hase. Okay. Und Lazarus, die Schlange, ist endgültig gegangen. Okay. Was war es mit Lazarus? Hat alles nichts geholfen. Können wir auch nochmal einen Mülleimer so hinflanschen. Ist nur der zum Recyceln? Ne, eigentlich kann man auch jeden nehmen, oder? Ja. Den jetzt mal schöner. So. Orange Kacheln. Ne, wir bleiben hier. Die sehen auch interessant aus. Ja. Das sieht nice aus. Das machen wir. So, dann haben wir hier einen Durchgang. Da können unsere Wärter durchlatschen. Und das hier ist auch Quatsch, was wir hier haben. Okay. Aber dann machen wir das alles so. Hä? Sieht doch komisch aus. So. Können wir nochmal so eine Sitzbank hinmachen. Aber ich glaube, da sitzt eh niemand drauf, auf diesen komischen Panda-Stühlen und so. Kann man natürlich schlecht durchlaufen. Das ginge. Auch nochmal eine Toilette hinbauen. Und dann müssten die. Sie nimmt auch Platz weg. Wo? Was ist das? Wir haben eine Absturzstelle. Mach deinen Park schön. Ach du Scheiße, ist das denn ein Ding? Also hier können wir jetzt ein abgeschossenes UFO hinstellen. Um den Park attraktiver zu machen. Okay. Das ist ja... Das ist ulkig. Da sind aber enorm viel Platz weg. Und gut, das könnten wir hier hin machen, weil hier ist sowieso so ein bisschen verbaut alles. Ah, können wir auch noch drehen.
Ist ja ulkig. Okay. Dann müsste unsere Parkbewertung ja ordentlich gestiegen sein. Attraktivität. Okay. Okay, ja, viele, viele neue Sachen. Was ist hier? Wird irgendwas angezeigt? Achso, wir haben wieder eine neue Mission erfüllt, oder was? Aufgaben. Was haben wir denn hier? Kathleen, wir besitzen mindestens 12 Grundstücke. Ach, guck mal an. Dafür gibt mir 2500 Dollar. Wow. Das hat sich gelohnt, Freunde. Jetzt haben wir das refinanziert. So. Die Schnabeltiere sind da. Das war eben der Hubschrauber. So, da wollen wir die mal einfangen. Und die in angestammtes Gehege bringen. Die sind recht groß. Die sind aber recht groß. Ja. Dann sieht man das jetzt bei Nacht nicht so. Machen wir mal ein bisschen schneller. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf schneller. Es soll Tag werden. So, jetzt. So, Bumsler, da haben wir den Tag. Da haben wir unsere neuen Schnabeltiere. Rex und Tex. Okay, Rex und Tex. Das kann man sich ja mal merken. Rex und Tex, die Schnabeltiere. Interessant. Die hüpfen jetzt hier munter rum. Was futtern die? Fischfutter, Regenwürmer, Insekten, Schrimps. Schrimps? Kriegen jetzt Schnabeltiere in der Natur Schrimps her? Ja, die schwimmen ja nicht im Ozean so rum. Na gut. Ist auch egal. Ich glaube, mit Regenwürmern können wir dienen. Die Insekten haben wir eh bei irgendeinem Tier auch. Die Schrimps werden immer ganz schön teuer. Machen wir das erstmal so. Dann kaufen wir das ein. So, dann sind die auch zufrieden hier, die Schnabeltiere. Dann kommt die Müllabfuhr. Ah ja, der Wasserspender wird schon benutzt. So. Da wollen wir hoffen, dass wir nicht noch mehr. Ah, der lustige Ball wird benutzt. Ist das nicht immer schön? Der ist so lustig. Okay. Mahlzeit, so. Wenig Wasser. Wer? Ja, es gibt einfach zu viel Erdmännchen, ist das Problem. Die Bären. Oh, wir haben neun Mini-Bären bekommen. Tess. Ja, kein Wunder, dass ihr dann zu, ich habe zu viele Tiere einfach in dem Gehege. Und die Hygiene ist eine Katastrophe. Wasser. Steht aber leider nie, wie viel Wasser so ein Ding eigentlich wirklich bringt, ne? Das ist auch ein bisschen doof. So einen genauen Wert hätte ich gern mal eigentlich. Naja. Was ist das hier? Ein Klo. Gürteltier geht nicht. So, von den Bären könnten wir auch mal einen wieder in die Freiheit entlassen. Bud, so, ist Bud, nee, Jojo. Jojo freut sich schon lange mal, endlich wieder nach draußen zu kommen. Und tschüss. So, Jojo, sehen wir dich jetzt auch los. Also es sollte nicht klingen, als wollten wir das jetzt unbedingt, aber eigentlich wollten wir das unbedingt. So, hier die, nee. Die auch. Ja, wenn ich hier noch mehr reinmache. Die Dachse sind auch zu viel geworden. Das Ufo hier. Das ist sehr merkwürdig. Die Dachse.
So, wo sind denn die Dachse jetzt hier? Wildschwein. Frau Wolf. Komisch, die kann ich rausschmeißen hier aus dem Zoo. Aber die Gürteltiere, von denen es tausende gibt, nicht. Ah. Wasserschwein, unbekannt. Also die kann ich auch auswildern? Nee. Sehr merkwürdig. Naja. Das ist ein Kopper, eine ganz andere Art. Also von denen haben wir ja einige. So, dann haben wir noch mal eins weniger. Von den Dachsen. Hier wird Wasser eigentlich jetzt nicht mehr angezeigt, als unbedingt notwendig. Kaninchen, die sind auch wieder außer Rand und Band. Hier ist die Hygiene langsam auch wieder bedenklich. Okay, Kaninchen. Merkt euch, Kaninchen, die sind jetzt erstmal auf die Pille gesetzt. Da müssen wir die irgendwann auch wieder rausnehmen, sonst sind die irgendwann alle ausgestorben. Das sind Ufuk, also das finde ich immer noch merkwürdig. So, auf jeden Fall haben wir eine neue Tierart. Die findet, kommt auch schon hier gut an. Juhu. Tut nichts. Dieser Ort ist so karg. Wo sind die Dekorationen? Ja, ich bin ja gerade hier dabei, du Nase. Sowas. So. Nur Geld dafür haben. Haben doch hier reichlich Dekorationen. Hier, guck mal, so ein toller Zuständer. Das ist doch Hammer. Die haben auch reichlich Platz weg, ne? Affenfahne. Haben wir so ein Ding überhaupt schon mal benutzt? Affenfahne. Können wir da einen machen? So. Oh, ein kleiner Brunnen. Ja, und den können wir hier noch reinsetzen. So. Eigentlich würde ich gerne was anderes machen. So, wo sind die denn hier? Ein Laden. Schokoladen. Ich habe anscheinend noch keinen Schokoladen. So, den bauen wir jetzt da hin. Da passt er nämlich gut rein. Und du kriegst direkt einen Dollar mehr. Und zack. So. Was können wir denn hier manipulieren? Rezept anpassen. Mischung. Mehr Stärke oder mehr Mehl? Mhm. Oder können wir noch mehr Zucker reinmachen? Das gibt einen Energieschub. Und wenn wir ein bisschen mehr Stärke als statt Mehl reinmachen, kriegen wir 10 Cent mehr. Ja. Da ist schon mal ein bisschen mehr Stärke, das macht nichts. Kann man mit Leben, Churros. Finde mit so mit Zucker schmecken die eh besser. Machen wir das mal. So, dann haben wir hier auch einen Laden. Hier ist schon wieder einer tot. Stachelschwein, Cider. Okay. So, dann haben wir noch, hier war noch gerade einer, oder? Hab ich gerade hier einen Wärter gesehen. Ist natürlich unsere Schnabeltiere noch mit Futter versorgen. Brauchen also einen Zoowärter, der hier unten rumkrabbelt. Jetzt direkt auf Anhieb einen hier sehe, dann weiß ich auch, dass ich, mein Gott, das ist eine Scheiße mit dieser Taste. Einmal rechts und du bist immer auf diesem Mist. Das braucht kein Mensch. Also das sollten sie sich nochmal überlegen. Wofür brauche ich dieses Feld hier ständig? Ich will ja nicht ständig die Musiklautstärke am Einstellen hier. Blödsinn. So, das ärgert mich ein bisschen. Oh, hier liegen ein paar tote Schweine rum. Oh, was macht er denn jetzt? Jetzt kann ich hier nicht anklicken. Ja, manchmal ist auch ein bisschen ungenau mit der Steuerung. Hier ist auch was. Hier ist Spitze. Big Boy ist verstorben. Oh je, dieser Dead Boy. Na gut, Schweine, wie sieht's da aus? Die können sich vermehren. Ja. Okay, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Hühner, das läuft auch wieder. Jetzt sind auch wieder mehr geworden. Mann! Du musst mit Rechtsklick halten, die Karte hier fortbewegen. Und wenn du aus einmal nur Rechtsklick machst, kommt diese Scheiße immer.
Deshalb vertut man sich ja ständig. Das ist echt blöd. So, was war mit den Enten? Genau, die Enten waren das Problem, dass die sich nicht mehr vermehren. Ne? Genau, wir müssen also Enten klonen. Das ist auch schon die erste tot. Montana! Ist jetzt eine Montanente, ist jetzt weg. Okay, wir müssen also ein paar Enten klonen, damit wir wieder ein bisschen Nachschub haben hier. Enten. Wir haben auch noch nicht alle Arten erforscht, ne? Können wir mal mit so einer Grundente anfangen hier. Und dann klonen wir hier uns noch eine andere Ente. Nehmen wir hier so eine. Boah, die war direkt teuer, ey. Eine Luxusente. Eieiei, der ist aber glücklich, wenn dem passiert. Wie viele Jahre ist der schon in dem Zoo hier? Okay. Okay, naja, gut. Dann machen wir da weiter. So, gab es hier noch irgendwas? Kuhpferd, Schildkröte, Kamel? Ja, da war gar keine Kamele. So, und hier konnten wir nochmal kriegen für eine Schlange. Komodo-Warane. Mit Schlangen haben wir auch das Problem. Zu alt für Kinder. Da brauchen wir... Oh, hier haben wir ein neues Schlängchen. Sherman! Sherman, die Minischlange wurde geboren. Das heißt... Huch, das... Die vermehren sich. Okay, wir haben Gewinn gemacht, aber auch sehr viel ausgegeben. Ja, klar, neue Gehege gebaut. Strom, dann machen wir immer ein Plus. Ja, Wasser ist noch Minus. Okay. Schildkröte. Und dann noch Platz. Ja. Was ist los? Schildkröten. Dann wildern wir mal eine aus. Mal sehen, wie sich das auf das Wasser auswirkt. Aber das geht nicht. Die haben zu wenig. Können wir nochmal ein Erdmännchen rausschmeißen. In die Freiheit. Mach's gut, mein Freund. Bei den Bären sieht es immer noch krude aus. Obwohl die jetzt einen Wert haben, eigentlich nichts anderes machen, als sich um die zu kümmern. Oh Mann, ey. So, da haben wir schon mal einen. Der hier? Nee. Welche Zonen hat der? Der hat die. Das ist eigentlich schon genug. Wenn die zu viel Zonen haben, dann dauert es auch wieder zu lange, bis die dann wieder irgendwo sind. Das sind die auch nicht so gut. Der hat die hauptsächlich. Gut, dann kann er auch an denen hier vorbeigehen. So, die brauchen jetzt nämlich langsam auch Essen. So, Chola hat natürlich schon Umsatz gemacht eigentlich. Nee. Also hier fehlen mir in dem Spiel noch so ein bisschen Statistiken, muss ich mal sagen. Also, welcher Laden macht am meisten Geld, von welcher Tierart hat man wie viel und so eine Übersicht. Das wäre schon nicht schlecht. Auch über wie viele Angestellte man hat und sowas. Gibt es da so rudimentär, aber das ist nicht so wirklich hilfreich, finde ich. Vor allem welche Bereiche die haben, so das kann man nur rausfinden, wenn man sie alle einzeln durchgeht. Das finde ich sehr mühsam. Und du machst die auch noch mal, haben wir wohl, ja. So.
Okay, da haben wir den Zoo hier wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Wir züchten Enten, die Schlangen vermehren sich. Zumindest wieder. Also ich wäre schön, wenn man zum Beispiel aufs Gehege klickt, dass eine Statistik auch zusätzlich noch kommt, wo man draufklicken kann. So, ich habe diese Tiere alle drin, die sind so und so alt, die sind schwanger, nicht schwanger. So, das wäre zum Beispiel sehr hilfreich, statt die... Wenn ich hier die alle einzeln anklicken will, oder hier, dann ist es enorm mühsam, vor allem dann die alle hier zu finden. Hier liegen immer noch so viele Tote rum. Mein Gott, ey. Das ist sehr mühsam. Also das könnte man ein bisschen besser lösen. Und spielweise sowieso, wie viele Tiere in welchem Gehege sind. Also wäre das nicht schlecht, wenn man das angezeigt bekommen würde. Übergewichtig. Ja. Also hier haben wir nur eine Schlange, die noch schlanger werden kann. Schwanger heißt das, Schlanger. Der. Okay, das reicht aber eigentlich. Wir könnten also eine Schlange abgeben. Und kriegen dafür die Kromo-Jomarane. Mal gucken. Die wollen Porky haben. Fruchtbar ist nicht fruchtbar, also wäre es eh egal. Aha. Also eigentlich sieht man nur hier, wer fruchtbar ist, ne? So, jetzt mal. 3. Ja, dann würde das reichen, um die sich zu vermehren. Da brauche ich auch so ein Dschungelgehege. Ja gut, dann machen wir das. Porky, du ziehst um. Dafür kriegen wir diese sympathischen Komodowarane. Die tun wir erstmal hier rein. Und dann brauchen wir noch einen Wüsten. Kommt noch so eine blöde Idee. Tropengehege. Platzieren wir das hier daneben. Machen wir direkt da den Eingang. Oder? Ne, machen wir nicht. Dann machen wir da. So. Ja, ist gut jetzt. Ach, diese Esel immer. Komodowarane. Ich denke mal, dieses größere Becken, das gibt denen auch mehr Wasser. Aber scheint gar nicht so zu sein. Wie habe ich es dann? Bin auch ein bisschen blöd. Also ein paar Sachen, da ist man so ein bisschen auf Rätselraten angewiesen. Die kriegen mal einen Laubhaufen. Komm, die kriegen auch einen. So. Pappkarton, wollen wir noch ein bisschen Platz haben. Duftmarker. So. Warane. Hm. Das machen wir an, also hauptsächlich so arbeitstechnisch, weiß nicht. Keine Ahnung, komm, die kriegen noch ein paar Klippen, da können sie auch rumkrabbeln. Das geht nicht, okay. Von dem nicht. So, haben wir denn alles? Deko. Nimmt auch mal Platz weg. Ein moosiger Felsen. Achso, das geht nicht wegen dem Eingang. Okay. Unterkunft. Ein Aktionär will mehr Profit. Ich soll mindestens mein Land auf 20 erweitern. Spinnt wohl. So, halt! Wer bist du? Du läufst auch hier rum. So, die Schnabeltiere haben zu essen, ne? So wie es aussieht. Ja. Sehr gut. Und wir brauchen aber hier auch nochmal Wasser. Ein Waterpump. Wie weit reicht die?
Strecke bis hier, ne? Ja, bis da. So. So. Das gefällt mir nicht. Das ist zu klein. Das mache ich ein bisschen größer. So. Dann haben die ein bisschen mehr Platz hier. Und dieses eine Bällchen, das finde ich auch ein bisschen mager hier. Also, weiß ich nicht. Komm. Wo war der? Hier, kriegt auch den lustigen Ball. So. Der ist total lustig, dieser Ball. Keine Ahnung, was daran lustig ist. Dann haben wir das auch. Da haben wir hier noch einen Boden hin. Jetzt haben wir hier den lustigen Boden. Hier grüne Diamanten. Damit die Leute wissen, wo sie langlaufen sollen, auch wenn sie sich nicht dran halten. So. Dann können sie da alle hinkommen. Ah ja, hier war ja noch irgendein Quatsch. Ne? Die müssen wir versetzen. Das macht gar keinen Sinn, dass das da so ist. Das ist auch ein bisschen frickelig jetzt. Wo setzt man das am besten hin, ohne dass sie alle kein Wasser mehr haben? Jetzt muss ich da zwei machen. Eins hier oben hin. Ja, aber ich kann hier nichts mehr machen. Da muss ich hier unten noch einen hinsetzen. So, dann kann man da doch rumlaufen. So, dann haben wir auch Wasser. So, haben wir das auch. So, dann bin ich mal gespannt, wie die Warane ankommen. Und dann geht's hier weiter. Was ist hier wieder los? Tod. Cider, das Stachelschwein. Okay. Dafür ist Puddles, der Vogelstrauß, geboren worden. Puddles, okay. Wie sieht denn der aus? Oh. Mover. Das ist auch so einer von der Art hier. Der graue Maus Puddles Strauß hier. Ja, dann sind die aus wie Flamingos, muss ich mal sagen. Flamingos, die sich so einen anderen Mantel angezogen haben. Jo. Warum nicht? Okay, jetzt haben wir hier vier Wölfe. Okay. Hä? Kommt der jetzt her? Was sind die eben noch drei? Okay, am Anfang der Folge waren es drei und nach 10 Minuten hast du 60 Wölfe da. Also es ist manchmal hier echt sehr interessant. Oh, wir können ein N abholen. Hallo? N? Die Buchstaben ausgegangen. Wir haben keine Buchstaben mehr, Leute. So, okay, das gehen wir... Nee, das ist noch nicht fertig. Also die N ist fertig. Mann. So, die setzen wir mal hier rein. Dann können die hier die tote N abholen. Chewy. Ja. Und dann vermehren die sich auch bald wieder. Hoffe ich doch mal. Ryder. Ah, die kann sich, die ist geschlechtsreif. So, Blanche haben wir bekommen. Oh. Vornehme Name. Und hier die andere N. Da brauchen wir noch ein bisschen. Komm, die gucken wir uns noch an, die N. Flop, 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 flop. Pling. So, haben wir die andere N. Setzen wir auch hier rein. Zack, bumm, aus die Maus. So. Ich hoffe nicht, dass inzwischen schon wieder ein Ufukami eine Kuh geklaut hat. Das ist ja ein Ding. So. Und da haben wir einen Bug. Oh, wir sind jetzt verbuggt. Ja, hier haben wir ein Kadaver. Na gut. Gut, dann haben wir bei den Enten jetzt auch wieder für Nachschub gesorgt. Mu, ja, genau. Jo. Ja. Ich habe das Gefühl, dass hier so ein bisschen weniger Mist wird, aber kann mich auch täuschen. So. Kühe sind noch da. Also, man kriegt Angst langsam. Hier haben wir auch sonst nichts mehr. Irgendeiner. Hier können wir einen neuen roten Panda und eine neue Kuh bekommen und eine andere Schildkrötenart. Naja, wir brauchen natürlich auch immer Kamel. Neue Arten, damit wir die auch züchten können. Und kreuzen. Das ist ja auch unsere Aufgabe hier. Wenn man die anklickt,
Man muss immer reinzoomen, bevor man da mal was trifft. Naja, gut. So, dann kriegen die hier auch eine neue Tierart rein. Platz ist noch genug für die Schildkröten, okay. Mein Gott, die springen hier wieder hektisch rum. So, dann haben wir das hier auch. Ja, langweiliges Gehege. Geh nach Hause. Solche Leute wie dich brauche ich nicht. Ah, hier wird schon mit dem lustigen Ball gespielt. Die Komodo-Waranen sind da. Dann wollen wir die direkt mal auch wieder umziehen. Das ging ja flott. Ich glaube, die Namen sind merkwürdig. So. Hier haben wir unsere Warane. Libby und Sweetie. Ja, okay. Sweetie, der Komodo-Waran. Na gut. So, dann haben wir unseren Zoo hier wieder ein bisschen vergrößert. Ja, neue Tiere bekommen. Ein paar neue Sachen gelernt. Wir haben UFOs gesehen. Ist halt gespeichert. Ja, müssen wir wohl. Ich bin gespannt, wie es hier so weitergeht. Und was noch so passiert. Ob noch weitere UFOs kommen. Gentechniker, ja. Und, ja, und mit dem Blick auf unsere neuen Warane und Schnabeltiere verabschiede ich mich von dieser Folge. Was ist das für ein grüner Streifen hier? Ein Grafikfehler. Und sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten gestohlenen Kuh-Ereignis. Und, ja. Bye-bye. Danke fürs Zuschauen.